Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme Was kommt am 7. Oktober 2020. Die heutige Mondbewegung hat einen Einfluss von Aldebaran. Aldebaran ist eine von den königlichen Sternen und zeigt einen Weg, vielleicht einen Ausweg. Wir werden etwas erkennen, ganz deutlich sehen, wohin führt die Reise, damit wir klare Entscheidungen treffen können. Es ist auch wichtig, in diese Richtung schauen, was für uns wichtig ist, und im heutigen Tag bekommen wir einen Hinweis, ein Signal, eine Botschaft. Wir fühlen das auch, dass Neuigkeiten kommen und das bringt uns mehr Sicherheit, mehr Stabilität. Die Männer möchten etwas zum Ende bringen. Viele haben noch mit Vergangenheit was zu tun. Es ist nicht einfach. Bei einer oder anderen kann das eine Herausforderung sein. Wir Frauen stehen gerade im Mittelpunkt und bekommen wir Komplimente, Lob, Anerkennung und das tut uns sehr gut. Die Gespräche verlaufen ziemlich harmonisch. Mond befindet sich im Mondhaus Rohini. Das hat eine große Bedeutung, davon erzählt die mythologische Geschichte. Und es ist folgendes. Der Mond heißt Chandra und er ist ein junger Mann, ein hübscher junger Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini symbolisiert die Morgenröte. Chandra macht einen Heiratsantrag und ihr Vater sagt zu ihm, ja, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond blieb nichts anderes übrig. Er heiratete alle 27 Geschwister. Die große Liebe ist Rohini. Rohini ist jung, unschuldig, wunderschön. Und genau hier in diesem Mondhaus haben wir heute die Mondbewegung. Diese Mondhäuser symbolisieren die Tagesbewegung des Mondes. Und das war meine heutige Aufnahme, was kommt am 7. Oktober 2020. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.